Ja, herzlich willkommen hier auf der Cannatrade. Ich will Sie auf eine kleine Reise entführen über ein paar tausend Jahre, über die Hanfkultur, Hanfkultur als Weltkultur und was sich so innerhalb der letzten 100 Jahre auf dieser Erde im Denken der Menschen in Bezug zu dieser Pflanze geändert hat. Die Hanfkultur ist auch ein Weltkulturerbe, gehört zum Bereich der Psychonautik, der Seelenreisenden, genauso wie zum Bereich der Technik, wenn man hier denkt an Hanfpapier, an Hanfseile, an Hanfstoffe. Die Verwendung des Hanfes hat eine sehr alte Tradition. Ursprünglich oder die ältesten Hinweise auf die Nutzung der Hanfpflanze kennt man aus dem alten China. In der Yangshao-Zeit, das ist ungefähr gut 6.500 Jahre her, da war der Hanf schon bekannt und wurde genutzt. Und zwar hat man Fischernetze, weil Hanfseile in der Feuchtigkeit, die reißen nicht, hat man Fischernetze gemacht und Textilien. Und schon vor über 4.500 Jahren gibt es schriftliche Überlieferungen, auch aus China. Man muss wissen, China ist die Nation eigentlich auf der Welt, die die längste, nicht krass unterbrochene kulturelle Evolution hat. Chinesische Literatur von 4.000, 5.000 Jahren, die kann man heute noch lesen. Und es gehört dort zum Kulturgut, das für viele hier irgendwie bei Schiller und Goethe beginnt. Also die kulturelle Tradition dort hat eine andere Dimension als hierzulande. Und da hat man schon erkannt und auch niedergeschrieben, dass man den Hanf vielseitig nutzen kann. Seine Blüten, die Samen, die Blätter, die Stängel und die Wurzeln. Und Hanf wächst schnell nach. Also man hat auch die Wirtschaftlichkeit und die Nützlichkeit dieser Pflanze in der Medizin, zum Herstellen von Textilien und Seilen, zum Herstellen von Nahrungsmitteln aus den Samen, Hanföl oder Hanfmehl zum Backen. Das wurde redlich genutzt. Ja, und in der Hanfperiode, da ist auch überliefert, die psychedelische Dimension der Pflanze wird beschrieben als eine Pflanze, die die Seele ins Unendliche öffnet. Heute Psychiater sprechen davon sogenannter ozeanischen Selbstentgrenzung. Das gehört also zu einem der drei klassischen außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen. Kann man so nachlesen in den Fachberichten von der Forschung an der Uniklinik in Zürich. Die sind da sehr intensiv am Forschen, oder auch der Professor Brenneisen in Bern. Da kann man viel erfahren, was es heißt, die normalen Bewusstseinsstände irgendwie durch Einfluss bestimmter psychotrop wirkender Substanzen zu verändern. Die Hanfkultur hat sich dann von China aus ausgebreitet. Und zwar richtig kann man beobachten, entlang den großen Handelswegen sind immer mehr Kulturen übergegangen, die Hanfpflanze anzubauen und zu nutzen. Man kennt also die ältesten Überlieferungen aus China und dann Turkestan, Zentralasien und Indien und später Taiwan Richtung Osten, Ägypten Richtung Westen. Und in Ägypten, da gab es also eigens eine hohe Priesterin für diese Pflanze und sie wurde sowohl medizinisch wie auch
für das Handwerkliche genutzt. Hand wird auch beschrieben bei den Assyrern. Die Assyrer, das waren damals die Hochkultur. Der Tempel von Jerusalem, als Salomon den Auftrag gekriegt hatte, einen neuen Tempel zu bauen, da hat er sich einen Fremdarbeiter geholt, einen Assyrer. Die hatten also architektonisch die Stellung wie eine Zeit lang das Römische Reich, die Viadukte und große Kuppelbauten erstellen konnten. Und dort war Hanf auch eine sehr zentrale Pflanze im allgemeinen kulturellen und wirtschaftlichen Leben. Auch im antiken Griechenland war der Hanf bekannt. Und bei den Skythen gab es ein Begräbnisritual. Da ist die Trauergemeinde in eine Schwitzhütte gegangen. Und dann hat man Hanf verdampft, also auch heiß gemacht, sodass die ganze Schwitzhütte voll mit dem Duft der Hanfblüten ist. Und die Leute sind dann in einen außergewöhnlichen Bewusstseinszustand gekommen und haben den genutzt, um den Verstorbenen in diesem Zustand ins Jenseits zu begleiten. Also Hanf wurde auch hierzulande in kultischen Bereichen genutzt. Man kennt das ja aus Indien, die Babas, die Haschisch rauchen, die Sadhus, und das ist dort auch ein religiöses Zeremoniell. Dass es unterschiedliche Sorten von Hanf gibt, da ist die älteste Überlieferung von Leonard Fuchs. Das war ein deutscher Botaniker, Pharmazeut und Mediziner. Und er hat ein Kräuterbuch gemacht im 16. Jahrhundert. Und darin beschreibt er zwei Arten von Hanf. Cannabis sativa, das ist also der gesäte Hanf, von sata, die Saat im Lateinischen. Und dann gab es, also das ist der gepflegte Hanf, der Mensch so züchtet, wie er ihn halt auch gerne hätte. Und dann gab es den wilden Hanf von Silva de Silvestri. Und zwar am Waldrand wuchs eben der wilde Hanf. Das war der nicht gezähmte Hanf. Und heute kennt man eigentlich zwei Grundsorten, auch Cannabis indica und Cannabis sativa. Sie unterscheiden sich im Wesentlichen durch das Verhältnis vom THC zum CBD-Gehalt, also von verschiedenen Cannabinoiden. Auch in der neueren deutschen Geschichte war der Hanf zu Pate. Das ist die Germania aus der Paulskirche in Frankfurt am Main. Dort in dieser Kirche war die erste frei gewählte deutsche Bundesversammlung zusammengekommen. Und die Germania trägt ein Schwert und einen Hanfzweig in der Hand. Das Schwert, das ist für die Verteidigung, und der Hanf, der ist für den Frieden, denn die Friedens- und Liebesgöttin Freya, deren ihre Blüte war auch der Hanf. Hier sieht man das Bild, die Germania in der Mitte und den zentralen Bau dieser Kirche und wie unten aus diesem Gemälde die ganzen gewählten Abgeordneten, und die haben praktisch dann die neue Verfassung für Deutschland, den ersten Entwurf, verabschiedet. Das ist ein Bild aus einer Kirche, und zwar aus dem Dom zu Gotha. Auch in kirchlichen Kreisen hat man den Hanf als wichtig angesehen und hat darum in der Mitte der Kuppel von der großen Eingangshalle, wo die Träger sozusagen für die Kuppel zusammenkommen, vier Hanfblattgruppierungen hingesetzt. Also der Hanfblatt, die Hanfpflanze hat da auch für die Kirche seinerzeit vor etwa einem halben Jahrtausend eine ausschlaggebende
Bedeutung. Bis 1925 war der Hanf eigentlich eine ganz normale Pflanze. Und dann gab es den Streit, ob man den Hanf unter die neuen Konventionen gemäß der internationalen Opiumkonferenz unterstellen soll. Und diese Konferenz in Genf, China und die USA hatten die Konferenz vorzeitig schon als Protest wegen irgendwelchen zu lockeren Abmachungen wegen Heroin verlassen und wegen Opium. Man muss wissen, es gab richtige Kriege, weil die Engländer indisches Opium in China verkaufen wollten und die chinesischen Kaiser wollten nicht, dass die Chinesen so viel Opium rauchen und haben den Import verboten. Und das war die Art, wie die Chinesen so mit der christlich-abendländischen Wertegemeinschaft, wie man sie heute nennt, Kontakt gekriegt haben. Nämlich eins aufs Maul von der englischen Flotte, damit sie den Engländern zu erlauben, erstens Drogen zu verkaufen und zweitens zu missionieren. Das war so die Leitlinie der angelsächsischen Kolonialpolitik. Es gab zwei Opiumkriege und dann erst 1909 war die erste Opiumkonferenz, wo dann also die sogenannte internationale Staatengemeinschaft das Zepter übernommen hat und angefangen hat, Opiatehandel weltweit zu regulieren. Indien war gegen die Aufnahme mit 7 weiteren Ländern, während Ägypten unglaublich dafür war, weil das war irgendwie nicht muslimisch zu kiffen. Aber damit das Deutsche Reich, dem das eigentlich völlig egal war, und in Deutschland Hanf in der Kriminalstatistik oder in der Gesundheitsstatistik eigentlich nicht vorgekommen ist, haben die dem einfach zugestimmt, weil die Ägypter zugesagt hatten, dann würden sie kein Importverbot für deutsches Heroin erlassen. Das war also der Deal. Also der eigentliche Grund, dass der Hanf heute verboten ist,